Herr Kommissar. Kommen Sie, Linda, kommen Sie hierher. Das ist nichts für Sie. Es geht schon wieder, Baronin. Es war nur der erste Anblick. Schauen Sie doch woanders hin, Kindchen. Es nützt nichts, wenn Sie dauernd dorthin starren. Damit können Sie dem Mann doch auch nicht mehr helfen. Ist er tot? Ja. Schon seit mehreren Stunden. Die Leichenstarre ist bereits eingetreten. Ein Messer im Rücken. Ekelhaft. Wer hat Zugang zu der Sattelkammer, Baronin? Ich würde sagen, jeder. Sie haben ja gesehen, der Schlüssel hängt neben der Tür. Wann haben Sie den Raum das letzte Mal betreten? Ich? Vor Wochen. Ich habe mit dem Sattelzeug nichts zu tun. Linda ist dafür verantwortlich. Ich war gestern Abend zuletzt hier. Wann? Gegen 7. Da war noch alles in Ordnung. Der Mord muss also irgendwann in der vergangenen Nacht verübt worden sein. Baronin, ist dieser Mann Ihr Adoptivsohn, der Baron von Tannhoff? Nein, um Himmels Willen, nein. Ich kenne diesen Herrn nicht. Ich habe ihn noch nie gesehen. Ich habe ihn gesehen. Er hat vorgestern den Herrn Baron besucht. Er heißt Schneidewind. Oskar Schneidewind